Daniel Drepper vom Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat die Recherchen geleitet. Daniel, man sieht ja, wir haben es gerade im Beitrag gehört, die Fangemeinde, die ist gespalten, wenn man diejenigen überhaupt noch Fans nennen kann, die sich ja jetzt von Rammstein abgewendet haben. Aber auch ihr habt ja viele unterschiedliche Reaktionen nach der Veröffentlichung bekommen. Wie sahen die aus? Ja, es gab tatsächlich viele Menschen, die gesagt haben, danke, dass ihr darüber berichtet, danke, dass ihr das aufdeckt, danke, dass ihr diese Berichterstattung möglich macht. Aber es gab natürlich auch viele Menschen, die gesagt haben, das sind alles nur Vorwürfe, warum berichtet ihr darüber, ist das vor Gericht bewiesen? Ich finde, das verfehlt so ein bisschen den Punkt. Wir sind ja keine Staatsanwaltschaft, wir sind JournalistInnen und wir versuchen der Wahrheit möglichst nahe zu kommen und berichten im Rahmen der Verdachtsberichterstattung. Da gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber wenn wir die Vorwürfe so weit erhärten können, wie wir sie erhärten konnten, dann berichten wir natürlich darüber. Bislang sind es ja erstmal nur Vorwürfe. Die Band, die streitet sie ab. Was ist denn seit Bekanntwerden der Recherchen passiert? Ja, die Band hat ja zunächst, als die Nordirin Shelby Lynn ihre Vorwürfe auf Social Media veröffentlicht hat, direkt gesagt, das ist unwahr. Wir wissen nichts von Ermittlungen und wissen davon nichts. Und dann hat sich das ja so ein bisschen graduell verändert, nachdem wir veröffentlicht hatten, Ende vergangener Woche, hieß es ja dann zunächst, ja, jeder habe ein Recht auf seine Perspektive oder seine Sicht. Niemand sollte vorverurteilt werden, weder die Band noch die Menschen, die sich jetzt äußern. Und dann kam ja jetzt vor kurzem der angebliche Rauswurf der Frau, die da im Umfeld auch unter anderem dafür zuständig gewesen sein soll, ihm Frauen zuzuführen. Ich finde das eine spannende Entwicklung, weil man sieht, dass die Band sich damit jetzt stärker befasst und befassen muss. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das jetzt nicht wirklich die großen Schritte sind, die sich vielleicht manche gewünscht haben. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir ja auch sehr ausführliche Fragen gestellt haben an die Band und an Till Lindemann und da haben wir keine inhaltliche Antwort drauf bekommen. Keine der Fragen ist beantwortet worden. Stattdessen haben wir vom Medienanwalt der Band ein Unterlassungsschreiben bekommen, das einige Passagen unserer Texte angreift, die wir natürlich verteidigen. Also ich finde es eine sehr zwiegespaltene Reaktion. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht für alle, die den Fall nicht ganz so im Detail verfolgt haben, lass uns doch noch einmal kurz aufarbeiten, wie dieses System Rammstein euren Recherchen zufolge funktioniert haben soll. Es gibt ja sehr viele deckungsgleiche Aussagen, die den Schluss nahelegen. Es könnte immer nach dem gleichen Muster abgelaufen sein. Ja, tatsächlich haben wir mit Frauen gesprochen aus ganz verschiedenen Städten in ganz Europa, teilweise auch Frauen, die außerhalb von Europa leben, die ganz ähnliche Vorwürfe uns gegenüber erwähnen, die sich sehr ähnlich anhören, wo sich die Frauen aber vorher nicht untereinander kannten und sich auch unabhängig voneinander gemeldet haben. Das ist schon mal für uns ein gutes Indiz dafür. Das erhöht die Glaubwürdigkeit natürlich und die Frauen sagen halt, mehr oder weniger gleichlautend. Sie seien vor den Konzerten aktiv angesprochen worden, zum Beispiel über Instagram, seien eingeladen worden auf die Show und auch für eine mögliche Aftershow-Party, seien dann in WhatsApp-Gruppen hinzugefügt worden, wo dann 20, 30, teilweise 50 Frauen zusammen in einer WhatsApp-Gruppe waren und dann ihnen gesagt worden sein soll, was sie anziehen sollen, hochhackige Schuhe, bunte Kleidchen, bitte kein Schwarz, kein Merchandise. Und dann sagen die Frauen, sollten sie Fotos schicken in diese Gruppe, damit geschaut werden kann, ob das Outfit passt. Die Frauen haben das so wahrgenommen, als würde geguckt, sind sie sexy genug, sind sie der Typ, den Till Lindemann möchte. So haben sie das zumindest beschrieben. Uns liegen ja diese WhatsApp-Gruppen in Teilen auch vor. Haben sehr viele Screenshots gesichtet. Und dann ist es so, dass die Frauen auf diese Aftershow-Partys gegangen sind und dann so ein bisschen das Gefühl hatten, ja, das ist so ein sich verengender Korridor, wo dann auch Alkohol angeboten worden sein soll, wo auch Drogen angeboten worden sein sollen, wo die Frauen sagen, es wurde vorher nicht mal gefragt, wie alt wir sind. Und dann kam es halt in den Extremfällen, die uns berichtet wurde, auch so berichten die Frauen zu sexuellen Handlungen und mutmaßlichen sexuellen Handlungen, die sie jetzt im Nachhinein wo sie sagen, dem hätten sie nicht zugestimmt, wenn sie vorher gewusst hätten, was da auf sie zukommt. Das ist ja nun ein Frauenbild, das so auch in den Texten von Rammstein sich immer wieder transportiert wurde. Eine Verachtung ist da durchaus erkennbar, aber das bedeutet ja eigentlich nicht, dass man nun automatisch vom Werk auf den Outdoor schließen könnte. Das ist richtig. Das ist ja auch viel diskutiert worden jetzt in den vergangenen Tagen. Gleichzeitig ist es natürlich interessant, wenn man jetzt im Nachhinein auch nochmal schaut, was hat Till Lindemann in Interviews gesagt, was hat Till Lindemann in Songtexten gesagt, was hat Till Lindemann in Gedichten geschrieben. Wenn man sich den Porno anguckt, den Till Lindemann gedreht hat, das ist alles extrem frauenverachtend. Und es fällt natürlich jetzt im Nachhinein schwer zu sagen, oder dieses angebliche lyrische Ich vom echten Ich zu trennen, wenn man diese Vorwürfe kennt, wenn man weiß, was die Frauen erzählen und wenn man gleichzeitig sieht, was Till Lindemann in der Vergangenheit veröffentlicht hat. Und wie geht's jetzt weiter?
Ja, also für uns geht es auf jeden Fall weiter, dass wir weiter recherchieren. Es haben sich auch weitere Personen gemeldet und wir freuen uns über jeden und jede, die sich meldet, weil wir glauben, dass es sinnvoll ist, da auch noch weiter zu recherchieren. Ich weiß auch, dass KollegInnen anderer Medien recherchieren und ich bin mir relativ sicher, dass auch weiter dazu veröffentlicht wird. Ich bin natürlich gespannt darauf, ob auch andere Institutionen sich dem annehmen. Es ist ja viel gefragt worden, ob es auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gibt, ob Anzeigen gestellt wurden. Da ist mir jetzt persönlich aktuell nichts bekannt, aber ich gucke da natürlich auch gespannt drauf. Daniel Drepper, danke schön für diese Informationen nach Berlin.